Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zum Kanal Die Influencer. Übrigens located in Halle an der Saale. Ja, da kommt feinster Content natürlich her. Die haben ein neues Format, Deutschrap und Internet Folge 1. Da geht es anscheinend um yours truly, Marvin Texas. Wir schallern direkt rein, meine Freunde. Let's go. Deutschrap hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert. Für uns der größte Unterschied, die Magie der Rapstars. Damals war dein Lieblingsrapper alle zwei Monate mal bei MTVs TAL oder in anderen TV-Formaten zu sehen. Informationen über neue Musik waren der heilige Gral, Konzerte waren richtige Lebensereignisse. Ja, das war magisch, ja. Eigentlich auch schade für gerade jüngere Zuhörer, jüngere Konsumenten, dass die das gar nicht so miterlebt haben, ne? Das war damals wirklich ein Happening, ne? Wenn mal irgendwie so auf TRL oder so mal so Bushido, so ein Kolle oder so am Start waren, ne? Da war halt so dieser Mythos, das Mysterium, der X-Factor der Deutschrapper noch weitaus größer. Ich meine, heutzutage gibt es das immer noch bei diversen Rappern, aber seitdem halt auch viele auf TikTok Matches machen oder auf Twitch jeden Tag da hängen, ja, hat man so das Gefühl, irgendwie sind das gar nicht so Stars, ne? Weil man halt merkt, okay, Rap ist nicht mehr den ihr primäres Business, weil das nicht so gut läuft halt, ne? Man versucht halt lieber über andere Sachen Action zu machen. Vor allem, weil halt auch früher so YouTuber, Influencer immer noch belächelt wurden, ja? Guck mal, die versuchen zu rappen, diese Pseudo-Rapper. Und heutzutage wollen viele Rapper Influencer sein und gar nicht mehr Rapper sein, ja? Mit der Entwicklung des Internets und vor allem den Social-Media-Plattformen hat sich das alles... Digga, was sind das alles hier? Conversations in Social Media. Oh, ich krieg direkt Kopfschmerzen, ja? Alter Schwede. Ist entzaubert. Geiles Video bisher, ja? Deine Idole und deren Musik sind jederzeit verfügbar, abrufbar, austauschbar, über Social Media sogar kontaktierbar. Ich finde, Musik ist zum öffentlichen Gut verkommen. Und das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade, Digga, weil ich bin der Meinung, dass die einzelne Kunst, ja, das einzelne Lied gut oder das einzelne Album gar nicht mehr gewürdigt wird, in dem Maße, wie es eigentlich gewürdigt werden sollte von der großen Masse, weil man alles auf Flatrate bekommt. Digga, das ist doch wie beim Flatrate-Saufen. Ihr geht in irgendeinen Club rein, wo Flatrate-Saufen ist, für, was weiß ich, 20 Euro oder sowas. Würdigt ihr noch den einzelnen Tequila Sunrise oder den einzelnen Strawberry Daiquiri oder den einzelnen White Russian? Nö. Ihr kippt euch das doch einfach nur sinnlos hinter die Binde. Freibier. Freibier saufen. Ist ja auch wie Flatrate saufen, ja. Schmeckt euch noch das einzelne Bier? Würdigt ihr das noch? Lasst ihr euch das noch im Munde zergehen? Oder spürt ihr das einfach nur in euren Rachen? Und genauso ist das mit Musik. Das wird einfach nur noch Fastfood-mäßig konsumiert. Ich weiß, dass es bei uns in unserer Bubble, in unserer Community natürlich noch sehr viele Leute gibt, bei denen das nicht so ist. Aber es ist ein bisschen schade und man erwischt sich dabei auch selber, oder Chat? Ganz ehrlich. Also auch mein Hörverhalten, wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich verändert. Auch für mich sind diese Album-Listening-Sessions jeden Freitag wirklich gut. Das ist wie Therapie, dass man sich mal wieder dran gewöhnt. Ey! Ich fokussiere mich jetzt auf ein Album und höre das von Anfang bis Ende durch. Das verursacht bei vielen Leuten heutzutage schon Kopfschmerzen sowas, ja? Eigentlich musst du mir eine Frage stellen. Ah, entspannt, entspannt. Wie ist so, was soll ich sagen? Wie ist so Leben, Lifestyle? Erzähl mal so. Läuft, Bruder. Rapper, die auf Twitch Casino spielen. Ganz locker. 20 Mille. Oder jetzt. Das war Farid gerade, ne? Hat man noch nicht gerade gesehen, weil ich meine Facecam drüber war. Scheinbar Meinungsblogger sind. Wahrscheinlich direkt wieder auf. Ich will nicht. Aber den Besten hier, ja? Der Reaction-Gott. King Bushido, der Reaction-Gott, ist am Start hier, um seine fundierte Meinung abzugeben, ne? Boah. Geht der Song 3 Minuten 30, geht die Reaction von Bushido 3 Minuten 45. Paar Meinungsblogger sind. Wahrscheinlich direkt wieder auf. Ich will nicht mehr so sein. Boah, Alter. Größte Scheiße, die ich wirklich seit langer Zeit gehört habe. 760 Neuerscheinungen jeden Freitag von Songs, die eine Minute 50 gehen. Ja. Tägliche Insta-Stories, TikTok-Matches, Influencer-Produkte. Hört's da mal einer vom Kapital Bra, also die ganze Linie, und dann da von einer
Shirin David. Ich habe irgendeinen Dirty habe ich mal probiert. Ich weiß nicht mehr welcher. Es war auf jeden Fall nicht lecker. Vom Brattee habe ich den hier schon mal getrunken. Wassermelone. Mua. Nee, ist das? Nee, das ist nicht Wassermelone. Das ist Pomegranate, ne? Granatapfel. Wassermelone ist das hier. Wow. Digga, der schmeckt richtig geil. Aber es halt, hat halt einen gewissen Preis. Und diesen Lime habe ich auch schon mal getrunken. Mega geil. Deutschrap ist nur noch eine Asset-Klasse und sehr selten noch echte Kunst. Wir möchten in dieser Videoserie mit einem kleinen Augenzwinkern auf die heutige Deutschrap-Welt blicken. Mit einem kleinen Augenzwinkern. Da wird sich schon vorher schon ins Ruderboot gesetzt, habe ich das Gefühl. Weil hier gleich gegen mich hart geschossen wird. Ist doch nur mit mehr Augenzwinkern. Ja. Jetzt gibt's Beef, meine Freunde. Ja, das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen hier. In den ersten 5 Folgen beleuchten wir das heute. Ich bin der Meinung, dass Roos die Influencer angestiftet hat, um ein Video gegen mich zu machen. Ne? Deswegen habe ich ja Kianosch angestiftet, um ein Video gegen Roos zu machen, als Vergeltung. MTV und Viva. Also, Deutschrap-Influencer auf YouTube und Twitch. 1 von 5. Da gibt es dann also noch 4 andere Folgen mit 4 anderen Influencern. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich cooles Format. Könnt man auch die anderen Folgen abchecken, ja? Wir sind bei Roos gesperrt. Ja, das habt ihr ja absichtlich gemacht, die Influencer. Roos hat euch absichtlich gesperrt, um Spuren zu verwischen. Aber doch nicht mit mir, Leute, ja? Ich hab doch euren Komplott schon längst durchschaut. Ihr seid durchschaubar wie Plexiglas. Dabei stellen wir euch in jedem Video einen Deutschrap-Influencer vor. Den Anfang macht Marvin California. Macht ja auch Sinn, dass man mit dem Besten anfängt, bin ich der Meinung. Wir entschuldigen uns bereits vorab bei... Ah, jetzt wird sich das zweite Mal schon ins Ruderboot gesetzt. Na, wie hart wird das denn jetzt? Also wenn das zu bunt wird, mache ich das aus, ja? Und dann seid ihr nicht nur bei Roos gesperrt, sondern bei mir auch. Bei allen vorkommenden Personen in diesem Video und ganz... Frech. Einfach frech. Ich weiß es jetzt schon, ja? Ich bin heute verkatert. Das ist ganz, ganz falscher Stream heute. Besonders bei Marvin. Oh, habt ihr schon gehört, welcher Song? Oh mein Gott, dieser Song, der hat mich so geäfft, Alter, ja? Ich höre... Eine 10. Sekunde dieses Songs und weiß schon, was es ist, ja? Diese Frau im Backstage könntest du sein, meine Freunde. Check about the beats. Baby, schaff ich du weißt, ja, die Frau. Alter, was stand da? Hallo USA, was? Check about the beats. Baby, schaff ich du weißt. Hallo USA und Bogota, richtig. Ja, die Frau im Backstage könntest du sein. Boah, kennt sich gut aus auf jeden Fall, ja, die Influencer. Kollege Britney Spears und Perserker, stimmt soweit? Alter, geil. Biomilch. Warte, wo ist er? Die Biomilch ist da, ja. Und Mikrowellenkaffee ist auch da. Und der schmeckt wie immer scheiße. Tausend Follower haben wir schon auf Twitch. Na, meine Fresse, ja? Ihr seid ja der Wahnsinn. Marvin California. Was geht ab, YouTube? Digga. Ihr Gottlosen. Ihr Gottlosen, Alter, ja? Ihr Gottlosen. Oh mein Gott, wir haben vorhin noch über alte Videos von mir geredet, ja? Ich grüße euch aus dem sonnigen San Diego. Wer ist das? Ich weiß nicht, so ein kleiner Keck ist das. Ist einer der größten YouTuber und Streamer mit dem Hauptthema Deutschrap. Kennt noch jemand die Killerpilze von damals? Bei ihm bekommt man tägliche Video-Uploads und Streaming-Intros länger als die Karriere so mancher Deutschrap-Stars. Ja, kommt, feiert den jetzt dafür, dass er hier die Intros... kritisiert, ja, er fühlt euren Schmerz, bla bla bla, true, Marvin, der hat dich geäfft, Schmutzvideo, ja? Doch harte Zeiten tun sich auszahlen. Marvin California ist natürlich nur ein Künstlername, sein bürgerlicher Name lautet Marvin Sachsen-Anhalt. Richtig. Zufälligerweise stammt Marvin auch aus der einzig relevanten Stadt des gleichnamigen Bundeslandes. Ich habe Tränen in den Augen. Ich bin so stolz auf euch. Oh. Alle Saale. Wir sind Silver City. Silver City? Ja. Ihr
Hier sitzt Jürgen. Silver City ist Halle Silberhöhe gemeint. Oh. Hier habe ich sie kennengelernt. Da bin ich groß geworden, meine Freunde. Ja. Die harte Schule der Silberhöhe hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Stefan, Frankie, Mirko und Karotte. Mirko, Junge. Menschen, die sich durch die Armut kämpfen. Na, so sieht das da aus, Digga. Das ist die Poliklinik. Die ist aber jetzt, glaube ich, keine Klinik mehr, oder? In diesem Himmel bist du groß geworden, ja. Das ist, glaube ich, keine Klinik mehr. Da ist irgendwas anderes drin jetzt, glaube ich, Büroräume oder sowas. Hier ist der Würfel. Hier hinten wurde immer illegales Feuerwerk verkauft. Genau. Hier gab es Bier und Pommes und sowas immer. Also man kennt das irgendwie immer noch alles. Obwohl es, ey, das sieht modern aus jetzt mittlerweile hier. Ja? Die Häuser haben frischen Anstrich und so weiter. Das sieht deutlich besser aus als die Zeit, wo ich da gelebt habe. Kalifornien nennt er sich im Internet, da er vor einiger Zeit in die USA ausgewandert ist. Dort versteckt Mann, mach das weg jetzt. Er sich seit einigen Jahren vor den richtig bösen Jungs. Genau, ich bin ja nur nach Amerika gezogen, weil ich so viel Rapper-Beef hatte, ja. Hab zwar erst aus Amerika mit Rap-Content angefangen, aber ist gut. Das ist ja eher nebensächlich, ja. So die Timeline, whatever, ne? Den mit dem meisten Einfluss, Junge, den zeigt er zum Schluss hier, ne? Oh shit, oh. Der mag mich jetzt auch nicht hier, oder was? Marvins Mutter, Frau Anhalt, nannte ihn bereits von Kindheit an. Das ist ein geiles Video, ja. Liebevoll, DJ. DJ, genau, ja, dummer Junge. So bezeichnen Eltern die Kinder, die sie ganz besonders lieb haben. Diese jahrelange Tortur ist wahrscheinlich der Grund, wieso Marvin privat keinen Kontakt mit Frauen pflegt. Auch in seinen bereits 53 veröffentlichten Town Halls redete Marvin ausschließlich mit Maskulinen. Heute, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Es gibt mit Absicht keine Frauen in der Town Hall, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen. Begrüße ich bei mir Flair, wie geht's dir, mein Bester? Korrekten. Ja, ich habe ja in der Zwischenzeit auch nicht so viele Sachen gemacht, die mit der Musik zu tun haben. Sympathischen. Nachschauen kann, okay, woher kommt denn... Ey! Manifestieren hier, ja? Manifestieren hier! Geil, ja. Geil. Eines Tages. One day, Alter. Jetzt hier die Leute. I would say China. They're an adversary. Strammen. Fuck you, man. Oh! Wäre auch geil, ja? Wäre auch eine geile Town Hall hier, ja? Was für ein Killer-Video hier, ja? Männern. Dass du heute hier zu Gast bist, ist mir... da haben ja auch Leute schon gesagt, wann machst du mal eine Town Hall mit dir selber? Ja. Das ist eigentlich mein Team Germany-Shirt. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr angehabt. Digga, bei mir verschwinden Shirts einfach. Persönlich eine ganz besondere Freude und auch eine große Geil. Ehre. Weißt du warum? Weil mein Kanal hat ja eigentlich Geil. Damals auf zweifacher Art und Weise mit dir so... Ist aber gerade hier nice, ja? Ist nice. Ein Schmuckermann, zwei schmucke Männer und drei schmucke Männer hier gleichzeitig, ne? Mein Kanal hat ja eigentlich Geil. Damals auf zweifacher Art und Weise mit dir so in den Anfangszeiten sehr, Geil. Sehr viel zu tun gehabt. Ja, richtig krass, ne? Marvin streamt circa 5-mal die Woche. Unter der Woche analysiert und kommentiert Marvin jeglichen Beef der Deutschrap-Szene. Mit seiner schnippigen und meinungsstarken Art eckt die Thai-Box-Legende des Ostens immer wieder an. Ja, moin. Fast richtig. Ja, einzige... Recherche-Schnitzer, den ihr hier habt, ja. Ich bin keine Thai-Box-Legende, aber ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ich habe als Teenager habe ich Judo gemacht, ein paar Jahre. Und habe es da tatsächlich auch bis zum orange-gelben Gürtel geschafft, ja. Hab da auch an diversen Turnieren teilgenommen und bin da tatsächlich einmal, ja, sogar tatsächlich Dritter der Landesbezirksmeisterschaften von Sachsen-Anhalt geworden. Genau. Das wollte ich mal erwähnt haben. Und meinungsstarken Art eckt die Thai-Box-Legende des Ostens immer wieder an. Ja, moin. Dadurch wird auch er selbst zur Zielscheibe und leidet des Öfteren an World Wide Web Streitigkeiten mit den typischen Deutschrap-Cholerikern. Was willst du von mir? Was willst du von meiner Eier? Ich weiß doch gar nicht. Selbst die SDS-Legende Wicked machte bereits ein Zerstörungsvideo über ihn. Marvin California, wenn Doppelmoral vor der Logik kommt.
Aimless47. Jo, was geht ab? Unser Hostman, Aimsel, X-Man and the Crew. Leute, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen. Unser Ende, Shutter and the Crew, Hot Speed and the Carton zu. Auf meinem YouTube-Kanal und zum nächsten Video. Ah ja, Alfie Hardcore war das. Stimmt, Digga. Das hab ich damals, glaube ich, live gesehen. Da war ich noch in Deutschland. Das ist ja schon, das ist 15 Jahre her oder so, ne? Alfie Hardcore. Sass. Am Wochenende wird es dann musikalisch. Die Neuerscheinungen der Woche werden ab Freitag 0 Uhr gnadenlos auseinandergenommen. Letzte Müll. 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 Ja? Zudem hört Marvin jedes WE ein komplettes Rap-Album mit seiner geliebten Bogota-Bubble durch. Das Wasser auf dem Herd ist bitter, mir egal. Denn was auf meinen Teller dampft, ist allererste Wahl. Thüring der Klöße, die mag ich sehr. Sie schmeckt. Ist das dämlich, ja? Kenn mir am besten. Ach ey, ach ey. Komplett in die Fresse hier. Also, ihr wisst selber, ich bin großer Kollega-Fan. Ja, ich mag seine Musik. Ich finde auch, dass seine aktuelle Promophase komplett geisteskrank ist. Aber unabhängig davon, ob ich Kollega feier oder ihn scheiße finde, ist das sehr erfrischend, das hier zu hören. Wer Marvin noch nicht auf dem Zettel hatte, wird jetzt sicher heiß auf den nächsten Stream des Ex-Halmsers sein. Apropos Ex... Ja, wunderschön, ja. Halle an der Saale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne? Das ist der Marktplatz. Ne? Hier fährt die Straßenbahn entlang. Hier ist die Kirche. Kirche. Der Glockenturm. Hier unten steht der Händel. Die Händelstatue. Galeria Kaufhof, natürlich geschlossen mittlerweile. Ne? Wie viele Kaufhof-Filialen. Ja. Exhalenser. Marvin, dir geht es dort doch nicht gut. Bruder, die haben mir das Wasser abgestellt. Das Bongwasser ist gerade umgekippt. Ich hab. Was? Also, ich glaube, das habe ich über KMG gesagt, ne? Die haben mir das Wasser abgestellt. Das Bongwasser ist gerade umgekippt. Ich hab nichts mehr zum Kiffen, Alter. Können wir bitte aufhören? Komm heim. Digga, was für ein geiles Video, ja? Applaus, Alter. Wirklich stark, stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Leute. Warte, wir gucken noch zu Ende, dann müssen wir aber hier mal miesen Supporter lassen, ja? Supergeil. Ey, ich fühle mich mega geehrt. Dankeschön. Wirklich. Grüße gehen raus in die Heimatstadt. Sau stark gemacht, Digga. Vergessen alle deine Sinnesorgane. Ey, da müssen wir auf jeden Fall mal, Süff-Mäuler dürfen sich freuen. Der Folge 2 ist dann der J-Jiggy. Danke, Gates. Am Stüssi hier. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal uns reinziehen. Ja, wollen wir da die anderen Folgen auch noch schauen? Ja, ne? Also nicht heute, aber so im Verlauf der nächsten Streams. Nesco, dann fällt der Tiro Sub. Folge 2 schon da, geil. Übergeil. Übergeil, wirklich saustarkes Video. Die Influencer haben ja schon mal abgecheckt. Auf jeden Fall haben die auch so Rap-Quizzes am Start, die auch sehr, sehr lustig und sehr interessant waren. Lasst da auf jeden Fall mal einen lieben Kommentar da. Lasst da mal ein Abo da. Die Bogota-Bubble hier mal ein bisschen Liebe da lassen, ja. Sehr geiles Video. Vielen Dank. Gruß in die Heimat. Bim, 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 bim. Vergesst natürlich auch nicht euren eigenen Kommentar zu liken. Ja, ist ganz wichtig.